In den 90ern wird sie als Freundin von Dieter Bohlen mit dem Spitznamen Nadel bekannt. Der Name ist bis heute geblieben, doch die Liebe zu dem Pop-Titan gehört längst der Vergangenheit an. Im Laufe der Jahre durchlebt die Sängerin einige Höhen und Tiefen, weiß sich jedoch immer wieder neu zu erfinden. Egal ob als Ballermann-Sängerin, DJ oder Altenpflegerin, für Nadel gibt es immer einen Weg. Aktuell startet die 55-Jährige komplett neu durch und wagt einen Neuanfang. Laut RTL lässt sich die gebürtige Hamburgerin an der Nordsee als Wellnessmasseurin ausbilden. Und auch optisch hat sich die einstige Moderatorin ziemlich verändert. Perücke und Extensions gehören von nun an der Vergangenheit an. Jahrelang greift die Hamburgerin zu Kunsthaar, jetzt macht sie Schluss mit künstlichem Haar und steht zu ihrer Natürlichkeit. In den Sozialmedien verschickt Nadja Abdel-Farag mit diesen Bildern Ostergrüße und zeigt sich dabei losgelöst und glücklich. Mit krauser, schulterlanger Haarpracht strahlt sie für die Kamera und scheint sich mit ihrem natürlichen Erscheinungsbild einfach pudelwohl zu fühlen. Der Neuanfang und ihr veränderter Look tun der 55-Jährigen sichtlich gut. Schön, Nadja Abdel-Farag so glücklich zu sehen.